Die folgende Sendung hören Sie nicht aus freien Stücken. Freimaurer, Regierung oder Geheimbünde bringen Sie dazu, das Radio einzuschalten. Sie hören zu, verstehen den Inhalt und glauben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber leider folgt alles einem verborgenen Masterplan. Das Radio sendet Strahlen aus, die Ihr Bewusstsein verändern. Nach der Sendung gehen Sie auf die Straße und tun genau das, was die anderen wollen. Wer auch immer diese anderen sind. Entspannen Sie sich. Sie hören wie jeden dritten Mittwoch im Monat die Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik auf FSK 93,0. Und Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach im Anschluss an diese Sendung nicht auf die Straße gehen, um irgendwem zu folgen. Also hoffentlich nicht. In der kommenden Stunde lohnt das Wachbleiben. Wir werfen nämlich einen Blick auf wunderbare Verschwörungstheorien. Sie sind aus unserer Welt leider nicht mehr wegzudenken. Hinter fast jedem Geschehen werden dunkle Mächte gesehen, wird jedwede Logik über Bord geworfen und nach einfachen Lösungen gefragt. Es passt in die Zeit. Weltweit wird der Wunsch nach der einfachen Wahrheit bedient. In der Sendung ist heute Sebastian Baducek zu Gast. Er hat sich in seiner Promotion mit Verschwörungstheorien beschäftigt, sehr intensiv sogar beschäftigt. Unter dem Titel Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien, eine empirische Grundlagenarbeit, ist seine Promotion erschienen. Insgesamt 95 Theorien hat Sebastian Baducek genauer unter die Lupe genommen. Ja, guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier in der Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Und schön, dass es klappt, dass du bereit bist, noch einmal zum Thema Verschwörungstheorien ein Gespräch hier zu führen. Ja, du hast 95 Theorien sich damit beschäftigt. Wir werden heute nicht zu allen kommen. Wir haben einige rausgepickt und du hattest ja schon deutlich hervorgehoben, dass du dabei noch im Kopf einigermaßen normal geblieben bist. Das glaube ich zumindest. Das müssen andere beurteilen. Ja, oder du bist vielleicht auch ferngesteuert von irgendwem. Das kann man natürlich nicht so genau wissen. Genau. Beim Blick in deine Promotion noch einmal kurz dazu fällt ja auf, dass die ersten 200 oder noch fast 300 Seiten unglaublich anstrengend wirken, weil es unglaublich viel Empirie und Statistik und Tabellen sind. War das ein anstrengender Teil eigentlich? Nee, das war eigentlich der originär psychologische Teil, der für einen Psychologen, natürlich nichts ist, was du mal eben jetzt in einer Nachtschicht machst, aber wofür du dein Fach liebst, ne? Statistische Analysen, das ist ja eine sehr statistisch angelegte diagnostische Arbeit und dementsprechend ist das das eigentliche wissenschaftliche Herzstück, die Datenanalyse, die statistischen Verfahren. Ich habe da Spaß dran, aber das ist der Punkt, wo viele dann sagen, da ist doch was in deinem Köpfchen nicht ganz richtig, dass dir sowas Spaß macht. Genau, ich würde auch eher so spontan denken, bei dem Teil der Dissertation, da hat er sie nicht alle. Und im zweiten Teil wird es dann wirklich für den Laien auch nochmal interessanter, weil da kommen dann ja auch nochmal eine kurze Abhandlung aller 95 Verschwörungstheorien, die du dort in der Arbeit behandelst. Zur Auswahl, es sind wahrscheinlich nicht alle, die es gibt auf der Welt. Hast du so einen Strauß zusammengestellt, den du kanntest, den du bei Recherchen rausgefunden hast oder wie? Also ich habe tatsächlich, ich muss ganz kurz eine Anekdote erzählen, die aber wahr ist. Um Haaresbreite wäre dieser Teil, den alle interessanter finden, komplett rausgeflogen, weil meine in der ersten Prüfungsrunde, sage ich mal, alle Prüfer gesagt haben, das ist ganz schön, aber Sie sind kein Literaturwissenschaftler. Streichen Sie das komplett raus, das gehört nicht in eine psychologische Diss. Und mein Doktorvater sagte dann, dann packen Sie das in den Anhang. Dann haben Sie sich die Arbeit nicht umsonst gemacht, zumindest. Ja, so kam es zu dieser, dass es doch drin geblieben ist. Die Theorieauswahl wiederum, die war eigentlich relativ einfach. Ich habe alles genommen, was mir in irgendeinem Buch, in irgendeinem Internetforum, in irgendeiner Mailingliste unterkam. Ich habe dann drei Kriterien angewandt. Die musste aktuell sein, die Verschwörungstheorie. Sie musste ernsthaft betrieben werden.
Und sie musste auch den Kriterien genügen, die ich in eine Verschwörungstheorie aufstelle. Und dann habe ich alles reingenommen, um mir dann nicht später den Vorwurf anhören zu müssen, du hast zu eng gefiltert. Und so kam es dann tatsächlich zufällig auf diese 95 Theorien. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du gefiltert hättest, wäre das wahrscheinlich von Verschwörungstheoretikern wieder der Vorwurf gewesen. Du hast genau die unterschlagen, weil es einem Generalplan folgt. Werfen wir direkt einen Blick konkret rein. Es sind ja einige, die gesellschaftlich mittlerweile sehr weit verbreitet sind und auch wirklich von, ja, man dachte eigentlich immer intelligenten Journalisten, intelligenten Menschen kolportiert werden und immer wieder aufgegriffen werden. Eine ist natürlich seit 2001 nicht mehr aus der Welt zu kriegen, diese Verschwörungstheorien rund um den 11. September. Wie funktionieren die? Es gibt ja verschiedene. Du hast ja auch zwei, drei tauchen auf. Also unter den 95 sind, glaube ich, 1, 2, 3, 4, die sich mit der Theorien um den 11. September ranken. Ja, also wie funktionieren die? Man muss dafür sehen, vielleicht wissen das die jüngeren Leute gar nicht mehr. 9-11 war halt schon eine Zeitenwende und da ist etwas passiert, was uns undenkbar schien, also den meisten von uns. Und wie immer ranken sich dann sehr schnell alternative Erklärungen, wie man heute sagen würde, alternative Fakten um solche Sachen. Dazu kam, dass die damalige Regierung, die Bush-Regierung, eigentlich auch alles Mögliche getan hat, was gut ist, um das Entstehen einer Verschwörungstheorie zu befeuern. Nämlich, sie hat an nicht nachvollziehbaren Stellen Geheimhaltung betrieben und hat mit so einem Halbwissen operiert. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, weil sie einfach echt kalt erwischt war. Aber das hat damals zu vielen, vielen Fragen geführt und das war auch sehr unübersichtlich. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die Wochen danach gab es so viele Meldungen in alle möglichen Richtungen. Das habe ich in meinem bisherigen Leben noch nie erlebt nach irgendeinem Ereignis. Und ja, aus dieser Gemengelage entwickelten sich dann eben viele, viele Verschwörungstheorien. Ja, das erinnere ich auch, weil es natürlich auch, wie du sagst, eine Zeitenwende gewesen ist. Es schien am Anfang unglaublich komplex und gar nicht so einfach zu erklären, woher das jetzt kam. Das gab es noch nicht mit Flugzeugen in dem Stil, dass die entführt werden, da reinrauschen. Dann kam die Verbindung nach Hamburg und es kamen immer mehr Puzzleteile dazu. Das erinnere ich auch. Und dann, ja, kann ich mich an ein Buch erinnern, was versucht hat, auch wissenschaftlich zu ergründen, dass der Schmelzpunkt der Träger eigentlich überhaupt gar nicht vom Flugzeug, die Temperatur hätte vom Flugzeug nicht erreicht werden können. Es müssen irgendwie Sprengsätze da verborgen gewesen sein. Es war dann der Vorwurf Vertuschung. Was genau war denn das Ziel dieser Verschwörungstheorie zum Beispiel? Machen wir es mal daran fest, dass gesagt wurde, das ist ein Inside-Job gewesen, das ist von der Bush-Administration selbst durchgeführt worden. Das ist recht komplex, was eigentlich wenn ich richtig verstehe, die Motivlage derjenigen ist, die diese Verschwörungstheorie glauben. Denn es gibt im Prinzip zwei Wahrheiten, warum jemand daran glaubt. Die eine Wahrheit ist die, zu sagen, die Bush-Regierung, der können wir alles zutrauen. Die hat einen Vorwand gesucht für Schläge gegen andere Nationen, gegen andere Organisationen. Ne, dann wurde damals ja auch sehr schnell dieser Vergleich gezogen mit Pearl Harbor, wo man auch angeblich es hat passieren lassen, um das Volk in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Es gibt aber meines Erachtens noch eine innere Wahrheit und die betrifft vor allem Amerikaner, beziehungsweise sehr stark überzeugte patriotische Amerikaner, bei denen ich dann wiederum erlebt habe, dass die Verschwörungstheorie insofern fast schon tröstlich wäre, weil dieser Nimbus der Uneingreifbarkeit der USA im eigenen Land dadurch nicht fallen würde. Ne? Also sprich, wenn jemand uns Schaden im eigenen Land zufügen kann, dann müssen wir das selbst gewesen sein. Ne? Das wirkt ein bisschen seltsam, aber ich glaube, oder meiner Beobachtung nach sind beide Teile für diese Theorie passend. Dazu kommen dann aber bei anderen Theorien noch ganz andere Motivationen. Zum Beispiel in der arabischen Welt wurde 9-11 zu einem der Einfallstore
für antisemitische Verschwörungstheorien wieder. Ja, genau, da wollte ich gleich auch noch mal im Zuge dessen drauf kommen, aber vorher noch mal, genau, das könnte ein Argument natürlich sein, zu sagen, nee, wir sind nicht angreifbar. Das passt ja auch zu der weiteren zurechtgesponnenen Theorie, dass im Pentagon eigentlich kein Flugzeug eingeschlagen hat, sondern dass es dort ein Marschflugkörper gewesen sein soll. Da gab es ja, da kann ich mich jetzt auch nur dunkel dran erinnern, doch auch Bilder von abgestürztem Flugzeug. Wie kann man das denn, wenn es beweiskräftige Bilder, Aufnahmen gibt, Videoaufnahmen, Filmaufnahmen gibt, wie kann man da einen Marschflugkörper rausstricken? Ja, letztlich kann man das eigentlich nicht, wenn man noch faktenbasiert diskutieren will oder kann. Was ich erlebe, und 9-11 ist tatsächlich so, dass in mindestens jedem zweiten meiner Vorträge steht irgendjemand auf und fragt etwas, entweder zu, es gab kein Flugzeug, das ins Pentagon gestoßen ist, oder, das ist ja schön und gut, was Sie sagen, aber Kerosin kann keinen Stahl schmelzen. So. Dann erklärst du den Leuten, wie das ist, und dann passiert was Spannendes. Die sagen dann nicht, aha, danke, cool, jetzt weiß ich endlich, wie das ist, sondern die kommen direkt mit dem nächsten Gegenargument und dann, oder Gegenargument in Anführungsstrichen, dann merkst du, es geht gar nicht mehr um einen wissenschaftlichen Diskurs, den man ja zu Beginn durchaus hat führen können, ne? So, was ist da jetzt dran? Kann das mit Kerosin gewesen sein oder nicht? Sondern es geht eigentlich nur noch um ein Abarbeiten von, wie soll ich sagen, das, was Harry G. Frankfurt Bullshit nennt, also akkumuliertes Wissen ohne den Zweck der Anhäufung von Wahrheit. Und das kriegst du dann halt um die Ohren gehauen, solange bis du entweder nichts sagen kannst oder der andere sagt, ja, du bist halt ein Desinformationstroll, mit dir brauche ich da ja gar nicht drüber reden. Aber das sind ja wahrscheinlich dann nicht die amerikanischen Patrioten in den Vorträgen, sondern da handelt es sich ja dann um eine deutsche Zuhörerschaft. Wie folgt denn diese deutsche Diskussion, diese Menschen, die in Deutschland dieser Verschwörungstheorie anhängen? Ist das dieser alteingesessene Anti-Amerikanismus, der dann eine Rolle spielt, oder gibt es da noch andere Beweggründe, sich nun gerade mit so einem Ereignis abzuarbeiten? Ich würde gerne sagen, ich habe andere Beweggründe erlebt. Ich kann es für mich nur beantworten. Ich habe bisher immer Anti-Amerikanismus bei der Debatte gehabt. Das ging in einer Diskussion in Aachen sogar so weit mit Mahnwachlern, als ich dann die Diskussion bewusst eskalieren ließ, die sich zu Aussagen hinreißen ließen wie, und wir müssen ja auch mal fragen, wie das mit der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg war und wer da überhaupt auch schuld an allem ist. Und dann sagst du, wer ist denn dann schuld eurer Meinung nach am Zweiten Weltkrieg? Und dann merktest du, es waren deutlich ältere Herrschaften, wie die sich auf einmal fingen und sagten, ja, aber darüber brauchen wir ja hier jetzt nicht reden. So, und ich habe noch nie erlebt, dass nicht Anti-Amerikanismus im Kern hinter Leuten stand, die vehement diese 9-11-Verschwörungstheorien in Deutschland vertreten haben. Das betrifft ja auch, kann ich aus der eigenen Erinnerung ja auch sagen, auch die Linke in Deutschland, die das bereitwillig über Jahrzehnte, war das noch ein weiterer Mosaikstein im sowieso vorhandenen Anti-Amerikanismus und der US-Imperialismus, der per se das Böse in der Welt ist. Das ist ja eine weitere Verschwörungstheorie eigentlich auch, ne? So ein Schwarz-Weiß-Denken zu sein, das ist der böse, rein böse US-Imperialismus. Und da habe ich es auch erlebt, dass es eigentlich genau in dieses Erklärungsmuster reinpasste, zu sagen, nein, das kann jetzt nicht sein, dass das ein Angriff von außen gewesen ist, sondern bei dem imperialistischen Staat, der die Welt regiert, der überall Interventionskriege führt, wird auch das eine Strategie folgen. Und das berichtest du ja so ein bisschen dann ähnlich auch von diesen älteren Herrschaften, tiefsitzende Ressentiments gegen so einen Coca-Cola-Imperialismus. Genau, und das wird dann natürlich, ich meine, da hat es die Bush-Administration damals auch leicht gemacht. Dann kommen natürlich direkt die Sachen, ne, mit dem Irak und den Weapons of Mass Destruction und Guantanamo und so weiter. Der Fehlschluss ist halt, nur weil an anderer Stelle tatsächlich Mist gebaut wurde oder an anderer Stelle auch gelogen wurde, ist das kein im wissenschaftlichen Sinne ein Argument, um zu sagen, also müssen andere Sachen auch erlogen sein. Das funktionierte so einfach nicht. Ja, du hast es eben gerade in
Bezug auf 9/11 schon angesprochen, dass auch da dieser unsägliche Antisemitismus auch wieder hochkocht, den man ja in vielen Verschwörungstheorien irgendwo im Hintergrund läuft es auf den Weltjuden hinaus. Es gibt da diese Theorie, dass die jüdischen Angestellten alle noch gerettet wurden und rechtzeitig die Türme verlassen konnten, bevor die Nee, die hatten Flugzeuge. frei. Ach, die Die hatten frei. waren gar nicht erst da. Ja. Und genau. Wie ist das? Wie kommt man auf diese Verschwörungstheorie? Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte? Waren ein Teil der jüdischen Mitarbeiter im Urlaub oder waren sie krank gemeldet oder basiert es jeder Nee. Grundlage? Also, es entbehrt, ja, jetzt muss ich aufpassen. Also, es gibt einen Kern, der nicht wahr ist, dabei erklärt, wo es herkommt. Und zwar war kurz nach 9/11 der Verbleib einer Anzahl von Mitarbeitern unklar. Ich meine, dass es um 400 Mitarbeiter ging. Der war schlicht unklar. Ich erinnere an das Chaos in den ein, zwei Tagen danach, völlig okay und nachvollziehbar ist. So. Nach und nach fand man dann heraus, was da los war. Diese Zahl 400 wurde, das weiß man gar nicht so genau, ob bewusst oder unbewusst, irgendwo in der arabischen Welt falsch berichtet mit 4000. Und dann gab es irgendwen, der behauptet hat, es gab 4000 jüdische Angestellte. Und die hätten alle, oder, ne, und die hätten alle frei gehabt, deswegen hätte man die nicht finden können. Entbehrt also faktisch jeder Grundlage, aber man kann nachverfolgen, wo diese Erzähltradition herkommt. Spannend ist die Vorstellung, die auch dahinter steht. Die Vorstellung dahinter ist nämlich, dass alle Juden der Welt doch wieder irgendwie weltweit vernetzt sind und wenn dann was passiert, dann werden die Juden von der Judenregierung informiert, was sie tun sollen oder nicht. Ne, und das ist ja genau das Bild, was wir beim letzten Mal ja auch schon besprochen haben, was in den Protokollen der Weisen von Zion ja auch gezeichnet wird. Das heißt, die Juden bleiben letztlich immer Fremdkörper nach diesen Verschwörungstheorien, die einer anderen Macht gehorchen als dem Staat, in dem sie eben leben. Die deutschen Verschwörungstheoretiker in Bezug auf 9/11, soweit ich informiert bin, klammern aber diesen Aspekt aufgrund unserer Geschichte wahrscheinlich aus. Sagen wir es mal so, wer? Also wenn du jetzt an diese Standardsachen denkst, wie Matthias Bröckers beispielsweise, der eines der bekanntesten oder die zwei bekanntesten Bücher geschrieben hat zu 9/11 oder Gerhard Wisniewski mit Operation 9/11, ja, die gehen auf diese antisemitischen Motive so nicht ein, aber wenn du die deutschen YouTuber oder soziale Medienautoren siehst, die scheren sich da sehr wenig darum, welche besondere Verantwortung Deutschland hat oder nicht. Genau, ich hatte an dieses Brökers Buch gedacht, das habe ich mal irgendwann auch als Rezensionsexemplar geschickt bekommen. Das habe ich aber, muss ich ehrlich gestehen, auch gar nicht geschafft, ganz zu Das war lesen. gut, das erste. Also das erste war Ja. deswegen gut, aus meiner Sicht, weil es erst einmal, zunächst einmal bestand dieses Buch nur aus einer Listung von Sachen, die damals aufploppten und die ihm irgendwie komisch vorkamen. Das finde ich journalistisch völlig legitim, völlig okay. Das Problem ist für mich journalistisch an dem Buch, dass er im Nachgang dann eine Klammer geschaffen hat, die eben verschwörungstheoretisch wird und er nicht mit Abstand erkennen konnte, dass eben gewisse Sachen, die kurz nach so etwas berichtet werden, einfach, ich sage jetzt mal, Rauschen sind. Wir haben das nach jedem Attentat, nach jeder Katastrophe, widersprechende und letztlich damit nicht in Zusammenhang stehende Ereignisse. Und nochmal, 9/11 als Zeitenwende, da hatten wir unglaublich viel. Also ich erinnere mich dann an Meldungen Tage danach, dass wieder irgendwelche Flugzeuge auf irgendwas zufliegen. Das war alles dann doch nicht wahr und so. Es war einfach echt upside down für einige Wochen. Nein, das erinnere ich auch. Ne? Also da kommt jetzt auch so eine Erinnerung wieder hoch, da hast du recht, das war schon sehr turbulent und von einer gewissen Grundangst auch bestimmt. Noch einmal der Blick darauf, wenn du das beantworten kannst, weil es jetzt eher ein weiterer Blick ist, es wird ja unterschiedlich
weltweit wahrscheinlich aufgenommen. Du hast eben die arabische Welt angesprochen. Dort gibt es nochmal einen anderen Blick darauf. Es gibt schon so weltumspannend diese Verschwörungstheorie. Gibt es da Akzentuierungen je nach Kultur, je nach Kontinent, je nach Bezug zu den USA? Also so wie ich das, das kann ich im Detail nicht beantworten. Was ich aber weiß aus vergleichenden Studien ist, dass dieses antisemitische Motiv in der arabischen Welt eine große Rolle spielt. Und ich sage jetzt mal in den westlichen Staaten eher keine. Oder eher eine deutlich geringere. Keine ist natürlich falsch, aber eine deutlich geringere. Ansonsten muss ich ganz offen passen, weiß ich gar nicht, wie es genau verteilt ist. Ich habe ganz dunkel eine Studie im Kopf, die sagte, in Saudi-Arabien war B Zustimmung besonders hoch dazu, zu diesen Verschwörungstheorien. Aber das ist jetzt wirklich ganz dunkles Wissen aus der hintersten Ecke meines Hirns. Ja, okay. Sebastian, nach der nun folgenden Musikpause würde ich einen Schwenk machen, jetzt noch nichts verraten und mal weiter in das Buch reingucken, weil in der Kürze der Zeit, keine Angst, ich will nicht alle jetzt noch verbleibenden 93 durchhecheln, aber doch nochmal einen Blick auf die ein oder andere werfen, weil ja doch noch auch interessante dabei sind. Ja, und das ist heute ein Abend der Retro-Filmmusik, erst Trainspotting und jetzt Pulp Fiction der jetzigen Sendung vorlese. Auf FSK 93,0 und wir beschäftigen uns mit Verschwörungstheorien und haben jetzt eine längere Zeit über 9/11 gesprochen. Sebastian, ich würde gerne in den USA bleiben, weil eine weitere, die sich auch immer wieder an den USA festmacht oder an ihrem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, ist der Hass oder die Bewunderung für die Dollarnote. Was hat es mit der Dollarnote und ihren Zeichen und Symbolen auf sich? Tja, das ist im Kern eine gar nicht endgültig zu beantwortende Frage. Also es gibt sehr unterschiedliche Verschwörungstheorien, die sich mit dem Greenback, also mit der 1-Dollar-Note, beschäftigen. Und das fängt an, was das Bekannteste sicherlich ist, die Pyramide mit dem allsehenden Auge darüber. Wo Leute glauben, das ist ein Zeichen der Illuminaten und darunter steht ja Novus Ordo Seclorum, das wird dann meist falsch als neue Weltordnung übersetzt, was es gar nicht bedeutet, sondern das heißt insgesamt eine neue Ordnung der Welten oder irgendwie auf jeden Fall ein Stück weit ein bisschen anders. Die 1-Dollar-Note ist aber insgesamt voll von Symbolik. Und das ist eine Sache, die uns heute natürlich befremdet, weil das kennen wir so nicht. Ganz kurz, ich muss dich einmal unterbrechen, wenn du das beantworten kannst. Wann ist sie denn eigentlich in der heutigen Form gestaltet worden? Direkt bei der Gründung der USA oder später? Das muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Aus dem Stegreif, da müsste ich jetzt tatsächlich in meiner eigenen Diss nochmal nachlesen. Das große Siegel, das da drauf ist, das ist schon, also das mit dem Adler und den Ehren, die er hält und den Sternen darüber, das ist schon tatsächlich recht früh gestaltet worden. Wann die Dollarnote gestaltet wurde, weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Ja, ich versuche mal gerade nochmal, also wenn ich das richtig lese, sind die Dollarnoten seit dem Jahr 1861, 62 im Umlauf, hast du geschrieben. Danke, Also, das stimmt. ich zitiere jetzt Bartuschek in der Sendung Bartuschek. Und seit 1913 ist Federal Reserve Bank als Zentralbankherstellung für die Dollarnoten verantwortlich. Und das Siegel der USA wurde 1782 schon eingeführt mit der, genau, also genau, das Siegel ist doch schon von 1782. Du sagst aber, du brauchst dich in den Zahlen jetzt wahrscheinlich auch nicht so lange festhalten. Du sagst, es ist nicht 100% zu erklären, wie die Symbole da drauf gekommen sind. Also so, wir wissen heute tatsächlich, dass viele der Gründungsväter Freimaurer waren und dementsprechend liegt es natürlich auch nahe, Freimaurersymbolik zu benutzen. Und da kann man sich dann gerade an dieser Pyramiden mit der Augendarstellung unglaublich abarbeiten. Das meiste spricht aber dafür, dass es auf jeden Fall Zahlensymbolik darin gibt, wobei die sich eigentlich viel einfacher auf die 13 Gründerstaaten bezieht. Ne? Wenn man dann immer wieder diese 13 hat in den 13 Stufen der Pyramide und der Schlussstein ist dann das allsehende Auge, sprich Gott.
ne, der das Ganze dann zu einer Einheit zusammenfasst und so. Da ist also schon viel, sag ich mal, metaphysische Symbolik drinne. Bei einigen Sachen gibt es mehrere Deutungsstränge. Ich finde, es ist einfach unglaublich spannend, sich da Details anzugehen. Es gibt dann eine Stelle auf dem Dollar, da soll eine Eule versteckt sein, eine andere Stelle, da soll eine Maus versteckt sein. Das menschliche Auge ist ja nun wiederum auch so, dass es nach Strukturen sucht und dementsprechend wir auch gerne so eine Maus da sehen wollen. Das spielt alles miteinander, ineinander. Dann gibt es die Theorie, dass gar nicht Washington darauf ist, sondern Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, der sich nach in die USA abgesetzt haben soll, und, und. Letztlich bleibt natürlich die Frage, selbst wenn an irgendeiner der Verschwörungstheorien dazu etwas dran wäre, so what? Also was Ja. passiert dann? Das Ja. ist ja die spannende Frage Genau. eigentlich, ne? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich gucke es mir gerade hier nochmal ein paar Bilder an, auch. Also man hat es ja immer schon mal in der Hand gehabt. Das frage ich mich nämlich auch. Also wenn man jetzt irgendwelche Beweise hätte, dass ja, aber das ist auch so konstruiert. Also was sollten die Freimaurer als Regierung denn dann wollen in den USA? Also welchem Ziel folgt das? Es scheint so, als wenn sich hier nur an dieser Symbolik festgemacht wird, oder wird da auch behauptet, dass da was Böses dahinter steckt? Ja gut, also das ist dann jetzt neuere Verschwörungstheorien, die dann behaupten, dass von gewissen Symbolen gewisse Schwingungen ausgehen und gewisse Schwingungen wiederum Gedankenkontrolle ausüben können. Die im Kern ist die Verschwörungstheorie aber die zu sagen, die sind so mächtig, die durchdringen alles so sehr, dass sie so weit gehen, uns sogar dadurch zu verhöhnen, dass sie ihre Zeichen für jedermann augenscheinlich darstellen. Das ist eigentlich das Narrativ. Also guck mal, wie dreist die mittlerweile sind, dass die sogar ihre eigene Währung haben, das gar nicht mehr vertuschen müssen und die meisten sind zu dumm, das zu verstehen. Ja, aber es bildet sich ja, aber man darf wahrscheinlich so logisch nicht rangehen, es bildet sich in der Wirklichkeit ja gar nicht ab. Also eine jüdische Weltverschwörung, da könnte man immer noch sagen, das ist irgendwie wirklich komplett im Geheimen. Hier die USA existieren, und wenn gesagt wird, die wurden von Freimaurer gegründet, dann müsste man das ja eigentlich auch an der aktuellen Politik festmachen können oder an dem Staatssystem. Wovor hat man da, oder wenn man Anhänger dieser Theorie ist, wovor hat man da genau Angst? Ist es auch wieder ein Anti-Amerikanismus gepaart mit einer Unterwanderung, Amerikanisierung der Kontinente? Also im Kern ging es dann um diese neue Weltordnung, der Begriff, der ja auch bei Reagan schon aufgetaucht ist, die Idee, dass es so eine, das schwankt auch, also außerhalb der USA hat man Angst davor, dass die USA irgendwie den gesamten Planeten unterjocht im Auftrag irgendwelcher zionistisch-Illuminatenkreise. Innerhalb der USA hat man Angst, dass die nationale Selbstbestimmung aufgegeben wird durch so ein nordamerikanisches Bündnis, das den Einstieg gibt für eine Weltdiktatur der UN. Das heißt also, je nachdem, wo ich bin, kann ich immer meinen Feind in den anderen finden. Und ja, das ist halt außerhalb der USA dann oft klassischer, ganz klassischer Anti-Amerikanismus, was dann eben verknüpft wird mit der Angst vor dem Imperialismus oder zumindest dem Hegemonalstreben der USA. Aber man kann sich an der Stelle doch mal sarkastisch gesprochen schön zurücklegen und sagen, zum Glück taucht hier aber kein Antisemitismus auf. Ja, wenn das das Maß aller Dinge ist, dann tatsächlich bei der Dollarnote, bestimmt gibt es auch dazu, also doch, leider ja doch, wenn du Oh. dann auf die Fed schaust, also die Federal Reserve Bank, das ist ja eines der Kernelemente vieler antisemitischer Verschwörungstheorien, weil gesagt wird, die USA halten ja gar nicht ihre eigene Bank, was ein bisschen komplexer ist juristisch, im Kern aber erstmal stimmt, die Fed ist unabhängig von der staatlichen Gewalt erst einmal, irgendwie ist es ein bisschen komplexer. Aber hinter der Fed sollen dann auf jeden Fall, da kommen sie dann wieder, die jüdischen Großbankiers stehen und da allen vorweg natürlich wieder Rothschild, Rockefeller und der, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der Großvater Bush, der auch mit den Nazis Geschäfte gemacht hat.
Also auch eine Theorie, die nicht komplett ohne Antisemitismus Nein, funktioniert. also ich habe eher das Gefühl, dass alle Theorien, ich versteife mich jetzt mal zu der These, dass alle Theorien, die letztlich mit Weltherrschaft zu tun haben, entweder antisemitisch sind oder gut von Antisemiten gekapert werden können. Nochmal zu dem Grundtenor der Dissertation, zu der Frage zurück, die du ja gestellt hast, dort Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien. Wie sieht das denn bei dieser Verschwörungstheorie mit der Dollarnote aus? Ist das eine sehr bekannte Theorie und wie ist da der Ja, Zustimmungsgrad? Kann man das sagen? das kann man sagen. Dafür muss ich eben kurz nachschauen. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal darauf verweisen, dass übrigens auch natürlich die architektonischen Prinzipien der Freimaurer sich auch in den Städten wiederfinden, ne? Also ein Teil dessen, dass tatsächlich Städte wie Dreiecke oder andere geometrische Formen angelegt sind. Ja, das ist tatsächlich kein Zufall, aber das heißt noch lange nicht, nur weil jemand das aus Gründen ästhetisch schön oder magisch findet, dass dann auch direkt die Leute da ne, entsprechende Macht ausüben. So, jetzt habe ich, während ich das erzählt habe, die Zahlen gefunden. Also die Bekanntheit dieser Dollarnoten-Verschwörungstheorien, die liegt relativ hoch bei 71%, also der Mittelwert, um das mal so auch nochmal klar zu machen, liegt bei 44%. Also sehr viele Menschen kennen diese Verschwörungstheorie. Und wenn man dann auf die Zustimmung schaut, ist es wiederum eine, die eine unterdurchschnittliche Zustimmung hat, nämlich 21%. Das heißt, das ist eine der Theorien, die viele, viele Menschen kennen, aber eigentlich kaum jemand glaubt.